Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen Abgeordnete, liebe Brandenburger. Wir haben das Thema der sogenannten Altanschließerproblematik schon des Öfteren hier behandelt, ohne dass es eine tragfähige Lösung im Sinne der Bürger erreicht worden wäre. Das liegt natürlich nur daran, dass wir als AfD-Fraktion keine Mehrheit hier im Hohen Hause haben und das den Ursprung bildende legislative Unrecht selbst beseitigen können. Denn durch die Einfügung des so harmlos und sogar ehrenwert klingenden Wortes rechtswirksam vor Satzung in § 8 Satz 7 Absatz 7 Satz 2 Kommunalabgabengesetz durch das sogenannte zweite Gesetz zur Entlastung der Kommunen von pflichtigen Abgaben der damaligen Landesregierung nahm das Unheil in Sachen der Altanschließer seinen Lauf. Der Satz lautete dann wie folgt: Wird ein Anschlussbeitrag nach Absatz 4 erhoben, so entsteht die Beitragspflicht, sobald das Grundstück an die Einrichtung oder Anlage angeschlossen werden kann, frühestens jedoch mit dem Inkrafttreten der rechtswirksamen Satzung. Die Satzung kann einen späteren Zeitpunkt bestimmen. Und nur noch mal zur Erinnerung: Die das Gesetz einbringende Landesregierung bestand damals aus SPD und CDU. In der Begründung des Gesetzentwurfs der SPD und CDU, Landesregierung, Drucksache 3/6324, Seite 25, wurde aufgeführt, die Vorschrift sei in ihrer alten Fassung entgegen der Intention des Gesetzgebers durch die Rechtsprechung im Land Brandenburg dahingehend ausgelegt worden, dass es auf eine rechtswirksame Satzung nicht ankomme, sondern für die Entstehung der Beitragspflicht eine Satzung auch dann genüge, wenn sie nach ihrem Inkrafttreten der Nichtigkeit anheimfalle. Dies habe in der Vergangenheit zu großen Beitragsausfällen bei den Aufgabenträgern geführt, da Ansprüche nicht mehr innerhalb der Festsetzungsverjährungsfrist hätten geltend gemacht werden können. Um künftige Beitragsausfälle bei den Gemeinden und anderen Aufgabenträgern zu vermeiden, werde mit der Gesetzesänderung eine Klarstellung vorgenommen, in dem die Voraussetzung einer rechtswirksamen Satzung ausdrücklich festgeschrieben werde. So die Gesetzesbegründung. Aber es dauerte bekanntlich noch fast 10 Jahre, bis das legislative Unrecht als solches durch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entlarvt bzw. festgestellt worden ist. Innerhalb der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 12. November 2015 wurde insoweit festgestellt, dass die Anwendung des § 8 Absatz 7 Satz 2 KAG Neue Fassung in Fällen, in denen Beiträge nach § 8 Absatz 7 Satz 2 KAG nicht mehr erhoben werden könnten, gegen das rechtsstaatliche Rückwirkungsprinzip verstoßen. Und was wäre in solchen Fällen das Naheliegende gewesen, die Änderung des Gesetzes rückgängig zu machen, um sich in Zukunft rechtstreu zu verhalten, indem sämtliche Rechtsmedien auch die bestandskräftigen Bescheide aufgehoben und die hierauf bezahlten Beiträge zurückgezahlt worden wären? Nein, nicht so die Landesregierung im Jahre 2013, welche nunmehr bekanntlich aus SPD und Linken bestand. Es wurde herumlaviert und sich wenigstens der Ansprüche in den Fällen zu erwehren, die bestandskräftig geworden sind. Auch diese waren rechtswidrig. Aber da vertrat die Landesregierung die rechtsirrige Auffassung, dass diese nicht aufzuheben seien. In diesem Zusammenhang wurde sich auf ein Gefälligkeitsgutachten des Professor Brüning vom 23. Mai 2016 bezogen, welches als erste Reaktion auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eingeholt worden ist, um wieder einmal Zeit zu schinden. Und leider haben die Bürger den Ausführungen des Professor Brüning auch dahingehend Folge geleistet, dass Staatshaftungsansprüche geltend gemacht haben, welche sogar durch einige Landgerichte wie Frankfurt-Oder und Cottbus stattgegeben haben. Das Brandenburgische Oberlandesgericht und der Bundesgerichtshof haben dies nicht bestätigt, da eine Staatshaftung für legislatives Unrecht nicht besteht. In dem Brüning-Gutachten wurden die weiteren verschiedenen Anspruchsgrundlagen bewertet, wie unter anderem die dargestellte Geltendmachung von Staatshaftungsansprüchen oder auch die richtige Lösung in Form der Selbstkontrolle und Selbstabhilfe der Verwaltung. Aber im Ergebnis kommt das Gutachten in allen Bereichen auf rechtlich fehlerhafte Resultate. Und daher haben wir bereits in der 6. Legislatur als auch der aktuellen 7. Legislatur unseren Antrag eingebracht mit dem Titel Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts endlich umsetzen, Altanschließer Rechte auf Antrag gewähren, zu den Drucksachen 6/89/90 und 7/270. Auch diese Anträge wurden durch die Mehrheit der aktuellen Regierungsfraktionen in dieser Legislatur in Sekundantschaft mit der Linken abgelehnt. Zwar hatte die CDU in ihrer Oppositionszeit in der 6. Legislaturperiode noch einige Anträge und identische Entschließungsanträge in diesem Bereich dahingehend gestellt, dass Rechtsfrieden nur erzielt werden kann, wenn sämtliche Bürger ihr gezahltes Geld zurückerhalten, auch wenn die rechtswidrigen Bescheide bestandskräftig worden sind. Es sind genau 3. Wer sie lesen möchte, kann sie hier lesen. Leider haben Sie von der CDU Ihre Worte keine positiven Taten folgen lassen. Sie haben ja das Innenministerium jetzt und stehen wieder einmal nicht zu Ihrem Wort.
Denn Ihr Wort haben Sie dem Bürger durch die Stellung der Anträge hier gegeben, aber Sie verfahren nach dem unredlichen Grundsatz, was interessiert mich meine Schwätz von gestern. Es ist daher dringend an der Zeit, einerseits das legislative Unrecht rückgängig zu machen und wie innerhalb unseres Gesetzentwurfs vorgesehen, die Streichung des seinerzeit rechts fehlerhaft eingefügten Wortes vorzunehmen. Außerdem ist die aktuelle Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg innerhalb der Entscheidung vom 12. November 2019 zum Aktenzeichen 9b11.19 dahingehend umzusetzen, dass gesetzgeberisch klarzustellen ist, dass die Rechtswidrigkeit eines bestandskräftigen Verwaltungsaktes nicht nur zu einem Rücknahmeermessen, sondern einem Rücknahmeanspruch führt. Wir haben die Überweisung in den zuständigen Innenausschuss beantragt, um im Rahmen einer umfassenden Anhörung mit zu benennenden Experten die Lösung erzielen zu können, dass auch das legislative Unrecht beseitigt und andererseits klarzustellen ist, dass keine Rücknahme ermessen, sondern ein Rücknahmeanspruch im Falle rechtswidriger, aber bestandskräftiger Bescheide besteht. Möglicherweise werden entsprechende Änderungsanträge noch so zu formulieren sein, wie dies nach den allseits bekannten Strukturen ja üblich ist. Wir bitten daher um Ihre Zustimmung zu dem Gesetzesentwurf bzw. der Überweisung in den zuständigen Innenausschuss. Vielen Dank.